Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Banisher: Ghost of New Eden. Also, stürzen wir uns rein. Jetzt geht's endlich Richtung New Eden. Und damit auch zum Finale, nehme Noch ich ein an. Gang durch die Leere? Wird ja auch mal Zeit, ne? Ja, mal höchste Zeit. Auf den Feldern Havannas ist die Luft zu dieser Jahreszeit feucht und heiß. Es kann schütten, tagelang. Ich legte mich oft ins Gras, sah den Himmel an und ließ die Tropfen auf mich niederprasseln. Zu Hause war ich völlig durchnässt. Ich roch nach Salz und Erde. Meine Mutter machte das wahnsinnig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich vermisse es. Ich vermisse mein Zuhause. Erzähl mir von deiner Mutter. Sie war groß, Augen wie juwelenbesetzte Dolche. In einem Moment blitzten sie scharf, im nächsten strahlten sie pure Schönheit und Sicherheit aus. Sie war so unberechenbar wie das Wetter. Das machte mich nervös. Sie ist über die Jahre sicher nicht sanftmütiger geworden. Ich muss aber zugeben, dass ich ein aufmüpfiger Satansbraten war. Ich hätte ihr schreiben sollen. Ich hätte mir die Zeit nehmen sollen, sie zu besuchen. Und dann hätte ich dir viel häufiger sagen sollen, wie sehr ich deine Beharrlichkeit liebe. Du greifst nach dem Licht und lässt nicht mehr los. Egal, was passiert. Ja, ich kann stur sein. Aber ich bin auch unfassbar charmant. Manchmal hast du deine Sternstunden und davon werden wir noch viel mehr haben. Du und ich. Für immer. Danke, dass du trotz allem nicht von meiner Seite gewichen bist. Danke für alles. Auf ins letzte Gefecht. Mit dir immer. Was ist? Ich glaube, meine Vergangenheit holt mich ein. Lass uns weitergehen. Die Liebe obsiegt. Aufgabe abgeschlossen. So, nach New Eden Town zurückkehren. Von alten Zeiten gestartet. Das heißt, dass jetzt Antheas Vergangenheit und auch ihre frühere Liebschaft, ne, bestimmt. Die wird tot sein und hier rumspuken und uns noch ein bisschen ärgern wollen. Oh je. Bleib wachsam. Du ziehst noch immer Schemen an. Wunderbar. Okay, nur er zieht die an. Na gut. Aber rein theoretisch dürfte es jetzt nur noch linear sein, ne? Du hast dich ebenfalls für die Schule entschieden. Natürlich. Unsere letzte gemeinsame Nacht. Wusste ich's doch. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kommen wir dahin? Welche Schule, was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Welche Schule sie meint. Mir gefällt deine Puppe. Was machst du da? Das ist Alera. Sie ist eine Hexe, die vor den spanischen Soldaten davonläuft. Sie hat ein Pferd gehabt, aber das ist tot.
Sie hatte das Pferd sehr gern. Vielleicht können wir ihr ja ein Floß basteln. Ich bin Antea. Und wie heißt du? Zum Teufel damit. War das ein Echo? In der Leere? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Jetzt wird's aber richtig spooky hier. Ah, mit Puppen finde ich immer ganz grauenhaft. Furchtbar. Wo lang kann der? Sag doch auch mal was. Okay, da kommt bestimmt gleich noch irgendein krasser Endboss. Ach, und neblig wird's auch. Was zum? Da freut sich jemand, das war schön. Jemand richtig gute Laune. Ganz prima. Hier kommen wir nicht lang. Dann gibt es ja nur noch den Weg. Ist jetzt auch so still, ne? Ist das Lachen gerade? Geduld, Antea. Du weißt doch, wir müssen immer doppelt so brav sein wie sie, damit wir wenigstens die Hälfte von dem kriegen, was sie kriegen. Ich mag sie nicht mehr. Das gefällt mir jetzt gar nicht. In welche Richtung das jetzt hier läuft. Das finde ich jetzt nicht schön. Niemals wütend zu machen. Das Ganze auch noch so ein Horrorcharakter an. Ich glaube, deine Mutter ist neidisch auf dich. Ich kann mehr, als sie in meinem Alter konnte. Natürlich ist sie neidisch. Wir könnten im Geheimen üben, wenn sie nicht hinsieht. Das sind Erinnerungen aus meiner Kindheit. Aber wieso sind sie hier? Und warum stänkern die? So, da müssten wir lang. Beinahe. Geht nicht. Beinahe, ja. Okay. Nu? So nicht. Ich brauche einen besseren Winkel. Ach, wirklich? Müssten da hoch, ne? Kommen wir da hoch? Ach so, jetzt. Ah, okay, verstehe. Deswegen ist das hier extra. Die Ausrichtung passt nicht ganz. Und hier. Was doch. Willst du alleine Spaß? Haben wir ein paar übersehen? Ah, ich möchte alleine Spaß haben. Oh, der dicke Gott. Voll den Falschen umgebracht. Das ist den Dicken. Bereit für... Das war's für dich. Ui. Ui. Dann nicht garstig. Fuck mit dir! Aha. Was hat denn jetzt ihre Kindheit und ihre Erinnerung mit dem Geist in ihm zu tun? Ein Durchgang. Sie darin auch irgendwie verwoben? War Deborah irgendwie auch mit ihr?
Die Wege ändern sich ständig. Dein Durchgang ist schon wieder verschwunden. Dieser Ort hat etwas für uns geplant. Und ich vermute mal, es wird uns nicht gefallen. Ja, das denke ich auch. Da bin ich mir sehr sicher. Fällt mir nicht. Fällt mir gar nicht. Hoppala. Hoppala. Nur wir beide sind hier, Anthea. Mist. Die Lehre fokussiert sich auf uns. Vielleicht hast du an die Vergangenheit gedacht und jetzt manifestieren sich deine Erinnerungen. Oder genau andersrum. Verstehe nicht. Wir fahren genau andersrum. Wir gehen jetzt da lang oder wir gucken mal. Die Ausrichtung passt nicht ganz. Anderen Seite. Andere Seite ist nicht. Schön, wenn es nur einen Weg gibt. Kommen wir von hier? Nee, ne? Oh! Blöde Sau. Na! Der hat Power, der Große. Der hat richtig Power. Freundin aus Kindheitstagen? Zumindest gab sie sich als solche aus. Gut. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Erklär's mir später. Zum Verschwinden ist das bestimmt zu spät. Oh je. Oh je. Mama? Mama? Es ist bloß ein Spiel. Was ist los? Na los! Verbrenn sie! Verbrenn deine Mutter! Was bist du? Unser Haus ist abgebrannt. Aber wir haben überlebt. Ich verbannte sie damals, ohne zu wissen, wie. Ich wusste ja nicht einmal, was sie war. Sie... Es ist hier. Und es führt uns an einen Ort, an den wir nicht gehen wollen. Gefällt mir immer noch nicht. Aber Anthea hat jetzt nicht ihre Mutter damals verwarnt, oder? Oder doch? Befreie dich, Anthea. Lass das Feuer deine Ketten schmelzen. Achtung, Red. Es ist ganz in der Nähe. Oh je. Ich möchte nicht. Boah, ich hab keinen Bock drauf. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Ja. Okay. Da kommen wir nicht durch. Oder? Nee. Mann, wir wollten doch einfach nach Nuiden. Wo ist noch was? Dann gibt's hier viele. Bleib doch an dir. Bleib hier und spiel mit mir. Eine Zeit zum Spielen. Wir müssen die Welt retten.
Nicht ganz, aber fast. Da führt uns doch einer an der Nase rum. Es spielt mit uns. Es will, dass wir uns hilflos fühlen. Ich fühle mich total hilflos. Ach, Kampfarena. Nein, keine Kampfarena. Weil es ein Kerzen. Wenn du mich an deiner Seele satt ist. Oh, die ist gut drauf. Und hungrig. Damals hast du gewonnen. Nie wieder. Nie wieder. Komm und spiel mit mir, Antea. Komm raus und spiel. Du wirst diesen Ort nie wieder verlassen. Ich mag so eine Gruselsachen überhaupt gar nicht. Was kann man mal zu Halloween machen? Und dann war es das aber auch. Ah, das abgebrannte Haus. Krass. Ihr Elternhaus. Kann man das Feuer nicht umgehen? Muss man mittendurch. Macht die Sache nicht besser. Arme kleine Antea. Ganz allein. Niemanden zum Spielen. Niemanden zum Reden. Arme Antea. Gesegnet und talentiert. Eingeschnürt. Gefesselt. Verlassen. Geh zum Teufel. Naja, es gibt ein Lagerfeuer immerhin. Erstmal eine Runde schnobbeln. Schön in der Leere pennen. Das war's. Mich ja echt ausruhen? Wir ruhen uns mal aus, na klar. Ist in der Leere bestimmt sehr erholsam. Wenn die ganzen Möbel von Geisterhand sich bewegen, das beruhigt. Oh Mann. War ja klar, dass hier noch irgendwas passieren muss, ne? Jetzt? Und jetzt sieh dich an. Tot bist du. Eitel und töricht und ach. Das Töten übernimmt er für dich. Du bist das Gift, das das Gute im Herzen deines Mannes tötet. Dieses Wesen dient dem Araluret. Ignorier es. Hast du vergessen, wer du wirklich bist, Red? Verdammt seist du. Du willst spielen, Kalendra. Gut, lass uns spielen. Jetzt hier bloß noch eine Mine oder eine Höhle oder irgendwie sowas. Dann haben wir wieder ganz typisch Banisher alles zusammen. Macht's aber spannend. Nach Ewigkeiten besuchst du Kalendre, deine allerbeste Freundin. Wir sind keine Freunde. Und dein Name ist nicht Kalendre. Vielleicht sollte ich mich so nennen wie das, was mich herführte. Deine Traurigkeit? Deine Einsamkeit? Deine Arroganz? Warum hast du uns hierher geführt? Was willst du von uns? Von dir? Vorerst nichts. Später wirst du mein Spielball sein. Mein hübsches kleines Spielzeug. Wage es ja nicht, ihn anzurühren. Vorsicht, meine Kleine. Die Vorstellung, deinen kleinen Schatz in Stücke zu reißen, ist gerade noch interessanter geworden.
Es wäre ein Jammer, wenn du so schnell verletzt würdest, nur weil du ihn retten willst. Aber, Moment. Das ist dir schon geschehen, nicht wahr? Sag mir, Rory vom Clan McGrath, wie fühlt es sich an, wenn man feststellt, dass man die Frau, die man liebt, kaum kennt? Wenn man nach all den Jahren zusammen von Dingen erfährt, die sie einem nie erzählt hat. Finstere Dinge, die ihre Seele fest umklammern. Ich liebe Antea bedingungslos. In der Tat. Deine blutigen Hände beweisen das eindrücklich. Es gibt noch mehr von deiner Sorte, stimmt's? Was macht also ein manipulativer Dämon wie du in der Leere? Warum treibst du dich nicht im Lebendreich herum? Dein kleiner Hund ist wirklich seltsam. Gar nicht brav. Er ist hässlich. Er stinkt. Ein ungezogener Hund. Ungezogene Hunde müssen sterben. Red, tu's nicht, bitte. Hat sie dir die Geschichte hier erzählt, Rory? Wenn ich mich recht entsinne, ist es passiert kurz bevor sie mich hierher verbannte. Du Plage hast es nicht anders verdient. Und was verdienst du nun, letzte Antea? Das reicht jetzt. Seid beide still. Deine alten Tricks wirken bei mir nicht mehr, Kalendre. Ich bin jetzt stärker. So viel stärker. Eine mutige Behauptung für eine äußerst tote Verbannerin. Damals war ich ein kleines Mädchen. Du hast mich ausgenutzt, mich manipuliert und mir eingeredet, das sei Liebe. Egal wie arrogant oder wütend ich war, du hast mich verändert, mich entstellt. Ich habe meine Heimat verlassen. Ich bin vor allem davongelaufen. Ich dachte, ich müsste allein sein, um dich für immer fernzuhalten. Mir verzeih ich das. Aber dir, Kalendre... Nein, dir verzeih ich nichts. Was wirst du tun, wenn du das Bewusstsein deines Liebsten geopfert hast, um deinen Körper zurückzugewinnen? Verzeihst du dir dann auch? Die Seelen, die wir verbannen, landen in der Leere. Das weiß ich jetzt. Ich bemitleide sie. Ich bemitleide dich. Damals hätte ich dich vielleicht gebraucht, heute nicht mehr. Weder für mein eigenes Seelenheil, noch für irgendetwas anderes. Antea, Antea. So ein gerissenes Mädchen. So gut im Umgang mit Machtworten. Hast du deinen kleinen Wicht hier auch so um deinen Finger gewickelt? Mein Name ist Nasuko und ich bin die unermüdliche Dienerin der Königin von Tor. Was zum Teufel? Komm, bleib noch eine Weile, bleib für immer. Meine Regeln. Immer noch so leicht erlebt, so stur wie du schreist. Du hast dich nicht verändert. Oh, ich kann gerade nicht reden, tut mir leid. Also ich muss mich gerade hier voll konzentrieren. Den Klagegeist konzentrieren. Dann können wir dem Ding zeigen, was Schmerzen sind. Ja.
läufst da so davon, ne? So, auf wen müssen wir uns jetzt konzentrieren? Und Plager ist wo? Der ist wo? Hier? Ach, meine Güte. Ziemlich krasser Geist, ja? Wie muss irgendwo der Plagegeist? Dieses Mal werde ich mir deine Seele schmecken. Dass der so langsam ist. Das ist mein Feind. Au. Aber wie kommen wir denn zu dem blöden Klargeist? Komm mal zu. Du kriegst das hin, Kumpel. Beim nächsten Mal klar. Ich krieg das auch alleine hin. Na, komm zurück! Red, was los ist? Was macht er denn? Ach, komm schon. Das schon wieder schummeln hier. Okay, wir sind ja scheinbar falsch. Mann, also wirklich. Dieses Mal werde ich mir deine Seele schmecken. Das ist mein Reich. Kommen aber gar nicht mehr zurück, ne? Sack. Ich habe dich schon als Kind besiegt. Erinnerst du dich? Mir zu lang, ne? Ach, jetzt kommen wir hier lang. Sehr gut. Ah, verstehe. Mal durchhalten, bis die Dinger da kommen und dann. Davon. Okay, das war's. Der Vorkampf. Den Vorkampf haben wir geschafft.
Oh nein, das für eine Kacke hier immer. Ziemlich sauer. Ja, gut. Du kriegst das hin, Kumpel. So, und jetzt Fusion. Fusion! Fuck. Zeit zu glänzen. Ja, zu langsam. Ah, ist das hier. Und. Fusion! Jetzt! Geht ab! Ey! Gut, das war's. Junge, Junge. Ich habe dir nie die ganze Geschichte erzählt. Tut mir leid. Muss es nicht. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Super, das war's. Cool. Okay, und das war's auch für diese Folge. In der nächsten gehen wir durch den Leerriss und dann geht's weiter nach New Eden Town. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und bis bald.